Wie du von diesen krausen Naturlocken zu solchen Haaren kommst, das erfährst du jetzt. Also Leute, wie ihr sehen könnt, habe ich wirklich von Natur aus krause, also eigentlich mega krause, trockene Haare. Und als ich mir meine Haare blank wachsen lassen, da habe ich gedacht, okay, vielleicht kann ich die ja auch mal offen tragen. Aber wie ihr sehen könnt, das ist so auf gar keinen Fall möglich, denn so sehe ich aus wie Mozart oder wie ein verrückter Professor aus Zurück in die Zukunft. So kann ich einfach nicht rumlaufen. Das funktioniert nicht. Heute will ich aber in diesem Video meine Locken definieren, meine krausen Locken stylen, damit ich dann möglicherweise sogar offen mit meinen Haaren rumlaufen kann. Und dazu mache ich jetzt den ersten Schritt, und zwar jetzt hüpfe ich in die Dusche. So Leute, Schritt Nummer 1 ist absolviert, und zwar habe ich meine Haare gerade gewaschen. Ich komme frisch aus der Dusche und habe meine Haare mit Shampoo als auch Conditioner gewaschen. Anschließend habe ich meine Haare abgetrocknet und zwar ganz vorsichtig mit einem Handtuch abgetupft und zusätzlich bin ich dann nochmal mit einem groben Kamm durch meine Haare durch, um meine Haare einfach etwas zu ordnen. Also Schritt Nummer 1 ist dann. Schritt Nummer 2 ist ebenfalls schon absolviert, und zwar habe ich nach dem Duschen eine leichte Pflege in meine Haare einmassiert. Ich habe ein Arganöl genommen, einfach in die Haarspitzen eingearbeitet, sodass jetzt aktuell auch schon ein bisschen Arganöl in meinen Haaren drin ist. Jetzt machen wir weiter mit Schritt Nummer 3. Im dritten Schritt kommen wir jetzt tatsächlich auch zum Definieren bzw. zum Stylen der Locken. Also wie man sehen kann, meine Haare sind noch etwas feucht und jetzt bekomme ich Unterstützung zum Lockenstylen, denn das mache ich nicht alleine, denn da brauche ich ein bisschen Hilfe, gerade wenn man das mit der Kamera aufnimmt, und zwar legen wir da jetzt los. Wir starten mit der Defining Cream. Also Leute, was wir jetzt machen, ich bekomme jetzt erstmal meine Haare so ein bisschen separiert, heißt wir teilen meine Haare so ein bisschen auf, denn ihr habt es am Anfang gesehen, meine krausen Locken, die waren komplett durcheinander, ja, also überall sind Haare rumgeflogen und wir teilen die Haare jetzt einfach ein bisschen auf. So, wenn die Haare aufgeteilt sind, dann wird ein ganz bisschen von der Defining Cream verwendet und man versucht halt die Locken bzw. die Strähnen so ein bisschen umzudrehen, ja, also einfach so ein bisschen einzudrehen und dabei die Defining Cream in die Strähnen einarbeiten, damit die Defining Cream erstmal von den Haaren aufgenommen wird und die Haare die Feuchtigkeit von der Defining Cream bekommen. Wichtig dabei, dass man nicht zu viel Defining Cream nimmt. Bei meinen trockenen Haaren kann ich natürlich etwas mehr nehmen, aber wenn man das Ganze macht, dann am besten nicht zu viel nehmen, weil die wirklich sehr feuchtigkeitsspendend ist und man möchte natürlich nicht das Negative haben, man möchte natürlich keine fettigen Haare haben, sondern es soll nachher schön natürlich und gecurlt aussehen. Apropos, die Defining Cream ist nicht nur ein Produkt zum Stylen, sondern auch zum Pflegen. Heißt, das Produkt stylt eure Haare, pflegt es aber gleichzeitig auch, denn es ist auch hier Arganöl drin enthalten und gerade für Naturlocken oder für krause Haare ist das wirklich ein ideales Produkt. Falls du Interesse an dem Produkt hast, Link packe ich dir unten in die Infobox rein. By the way, wir feuchten die Haare auch hin und wieder mal hier ein bisschen mit Wasser an, denn das Ganze geht wesentlich besser mit feuchten Haaren. Meine Haare trocknen gleich super schnell aus und ganz wichtig auch, dass die Spitzen mit der Defining Cream bearbeitet werden, weil bei denen ist es meistens so, dass die immer sehr, sehr schnell austrocknen und super empfindlich sind. Also da auf jeden Fall darauf achten, dass ihr die Spitzen auf jeden Fall gut bearbeitet. So Leute, der letzte Schritt ist abgeschlossen. Meine Haare sind jetzt endlich trocken und jetzt werde ich meine Haare noch ein bisschen auflockern, damit das Ganze nicht so aussieht wie so ein Mittelscheitel, sondern dass wir einfach ein bisschen ja, Lockerheit in die Haare reinkriegen, dass es ein bisschen stylischer aussieht. Und dann schauen wir uns mal das Vorher-Nachher-Ergebnis an. So Leute, das ist jetzt das Endergebnis und wenn man sich den Vorher-Nachher-Vergleich anschaut, dann sieht man natürlich auf jeden Fall einen krassen Unterschied. Die Locken sind wesentlich definierter bzw. sind eher so Beach Waves, wie man das hier sehen kann und es ist wesentlich angenehmer,
angenehmer, geordneteres Haar und ist nicht mehr so kraus. Nichtsdestotrotz würde ich jetzt so mit den Haaren nicht rumlaufen, auch wenn jetzt die Locken oder eher Beach Waves eine schönere Sprungkraft bekommen haben, würde ich so einfach nicht rumlaufen, weil es mir persönlich einfach nicht gefällt. Nichtsdestotrotz ist diese Methode, die ich euch jetzt hier heute in diesem Video gezeigt habe, eine ideale Methode, um seine Locken zu stylen, auch wenn du zum Beispiel jetzt nicht ganz so krause Locken hast wie ich, wenn du zum Beispiel einen Undercut hast mit einem lockigen Deckhaar, ist das zum Beispiel auch eine Top-Methode. Und jetzt nochmal eine Frage an euch. Würdet ihr so rumlaufen mit der Frise, also mit den offenen Haaren auf der Straße? Schreibt es gerne in die Kommentare rein. Und jetzt wünsche ich euch da draußen ganz viel Spaß beim Lockenstylen.